Ein Dreier heute und der SC Starken ist Herbstmeister in der Berlin-Liga. Eines hat sich das Trainerduo der Gastgeber ganz klar auf die Fahne geschrieben. Wir wollen den Sieg und damit nicht nur zum ersten Mal Herbstmeister werden, sondern auch im 16. Spiel der Saison ungeschlagen bleiben. Gegner ist der SFC Stern 1900, momentan auf Platz 5 der Tabelle und mit dem klaren Ziel, hier ist gar keine Partystimmung aufkommen zu lassen. Starken stößt an und beginnt in den weißen Trikots von rechts nach links. Starkens Mittelfeldmotor Binting hier in der Mitte, heute aufgrund von Verletzungsproblemen nur auf der Bank, sieht dann die erste Chance der Gäste. Beide Teams taktisch sehr diszipliniert, Torchancen sind in der ersten Halbzeit aber eher Mangelware. Wenn etwas passiert, sind es meist die Jungs vom Stern. Beim Abschluss fehlen dann aber doch noch einige Meter. Ein kleines Kabinettstückchen von Sterns Torwart Tobias Stehling, sicherlich der Höhepunkt in Hälfte 1. Starken mit sehr viel Ballbesitz, wirklich Zählbares, kommt aber nicht dabei heraus. Das die einzig nennenswerte Offensivaktion der Hausherren im ersten Durchgang. Hälfte 2 und Besserung ist in Sicht. Starken jetzt deutlich druckvoller und zielstrebiger. Sie haben nicht umsonst mit 45 Toren den besten Sturm der Liga. Schöner Spielzug und Tor! Mit der ersten wirklich nennenswerten Aktion macht Starken das 1:0. Luis Anthony Guske mit seinem ersten Saisontor. Wer weiß, wie wichtig das am Ende noch sein wird. Torkonto auf 46 hochgeschraubt und damit aktuell ganz klar auf Herbstmeisterkurs. Der SFC erschreckend harmlos in Hälfte 2, kann sich keine klare Torschance herausspielen und bringt sich durch die gelb-rote Karte noch mehr ins Hintertreffen. Starken will natürlich noch einen drauflegen. Sternkeeper Stehling und seine Hinterleute behindern sich da gegenseitig. Sebastian Giegold kann aber nicht sein 11. Saisontor erzielen. Die Hausherren jetzt mit mehr Platz zum Kontern. Über den eingewechselten Simson Pingani landet der Ball bei Engel. Wieder nicht die Entscheidung. Eine Minute vor Schluss, dann nochmal Freistoß für Stern. Die Chance auf den Last-Minute-Ausgleich in die Mauer. Und Starken kann klären. Und das war's. Schluss aus. Ein Angriff entscheidet diese Partie zugunsten des SC Starken, die damit in jedem Fall auf Platz 1 der Tabelle überwintern.